Wenn es um Energieeffizienz geht, dann spielen oftmals viele kleine Dinge zusammen. Und es sind viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Wo das besonders gut funktioniert, ist das neue Biomasse-Heizkraftwerk Sietzenheim 2. Ich habe mir angeschaut, wie hier Wärme und Strom erzeugt werden. Und er kennt ja jede Schraube, jedes Kabel und jedes Rohr. Georg Kerbel. Das Prinzip des Kraftwerks ist einfach. Wir haben ein Biomassekraftwerk, das heißt, wir verbrennen Waldhackgut. Wir erzeugen mit dem Waldhackgut entsprechend die Wärme. Wärme geht ins Fernwärmenetz, aber auch gleichzeitig erzeugen wir Strom für die Stadt Salzburg. Das Wichtigste dabei ist klein gehacktes Holz in riesigen Mengen. Das kommt direkt aus der näheren Umgebung und duftet schon von Weitem. Da schmeckt man schon die Energie. Wir haben da unsere Lieferanten, die uns da entweder direkt aus dem Wald anliefern oder vom Sägewerk uns das Holz zur Verfügung stellen. In der Stunde brauchen wir 30 Schüttraummeter und wir haben eine Anlieferung von 15 LKWs pro Tag. Das Hackgut wird gut durchgemischt, damit es später gleichmäßig verbrennen kann und landet im Kraftwerk. Ein vollautomatischer Kran hebt es auf ein Rüttelband. Dort werden zu große Teile aussortiert. Ein Magnet entfernt dann metallische Fremdkörper. Eine Förderschnecke transportiert das Hackgut direkt in den Ofen. Wir haben hier an dieser Anlage eine Rundrostfeuerung und da brennt es schön über einen Kegel, über die ganze Rostfläche schön ab. Und wir erzeugen da vor allem in der Verbrennung selber einen richtigen Wirbel, wo wir eine optimale Verbrennung auch gewährleisten können. Ein Feuer braucht natürlich nicht nur Holz, sondern auch genügend Luft. Die wird zunächst im Kraftwerksgebäude vorgewärmt und dann unter das Feuer geblasen, in der richtigen Dosis. Die Luft-Brennstoff-Kombination ergibt die Leistung der Anlage. Mit dem Feuer im Ofen ist es aber noch nicht getan. Die Brennkammer macht nur einen kleinen Teil der Kesselanlage aus. Der Kessel selbst ist mehrere Stockwerke hoch. Die erzeugte Wärme aus der Verbrennung nutzen wir zur Verdampfung von Wasser. Bei uns im Kraftwerk, wir haben einen Naturumlaufkessel, wo wir außenrum die Fallrohre mit dem kalten Wasser haben und innen die Steigleitungen, wo wir in erster Linie den Dampf erzeugen, der oben in einer Dampftrommel gesammelt wird. 65 Bar Druck sind in dieser Dampftrommel. Bevor der Dampf zur Turbine geschickt wird, muss er tröpfchenfrei sein. Denn bei so hohem Druck werden winzige Tröpfchen zu Geschossen und würden die Turbinenschaufeln zerstören. Ja, wir sind jetzt bei der Arbeitsmaschine. Wir haben eine Kraft-Wärme-Kopplung. Die erzeugte Wärme wird in Dampfform rübergeschickt und wird in der Turbine über 21 Schaufeln jetzt abgebaut. Das heißt, die Geschwindigkeit wird in eine Drehbewegung umgewandelt und die Turbine läuft mit 9800 Umdrehungen pro Minute. Ein Getriebe verringert die Drehzahl auf 1500, um damit den Generator anzutreiben. Die stabile Drehzahl ist wichtig für die Netzfrequenz. Und wir speisen den erzeugten Strom in das 30 kV-Netz der Salzburger AG-Gruppe ein. Und auch die Restwärme wird genutzt. Der immer noch heiße Dampf wird zu einem Wärmetauscher geschickt und der speist mit der Hitze das Fernwärmenetz. Und wir haben da als Fernwärmeseitig 93 Grad Vorlauftemperatur und die schicken wir in die Stadt Salzburg. Über Warmwasser, genau. Wärme ist aber nicht das Einzige, das bei einem Feuer entsteht. Etwa 3% des Brennmaterials werden zu Asche und abtransportiert. Und natürlich entstehen auch Abgase. Die müssen gereinigt werden. Kleine Ascheteilchen in der Luft bleiben an Elektroden hängen. Gefährliche Stickoxide werden durch Ammoniakeindüsung unschädlich gemacht. Dazu wird verdünntes Ammoniak direkt in die heiße Brennkammer gesprüht. Dort passiert die Magie. Das ist Ammoniak, ein Stickstoff und drei Wasserstoffatome. Das ist Stickstoffmonoxid und das Sauerstoff. Alle Stoffe bestehen also nur aus drei Elementen. Im heißen Ofen reagieren die miteinander. Und aus dem Kamin kommt, tada, Stickstoff und jede Menge Wasserdampf, H2O. Gereinigte Abgase, Strom für 9500 Haushalte und Wärme für 8700 Haushalte. Das Biomasseheizkraftwerk Sietzenheim 2 holt so gut wie alles aus dem Ausgangsmaterial Hackgut heraus. Dank ausgefeilter Technik. Man sieht es ja im Kraftwerk, wenn man durchgeht, es sind so wie Rohrleitungen, so wie Sensoren verbaut. Die Entwicklung der letzten 80 bis 100 Jahre, gerade bei den Verbrennungsanlagen, das ist derartig fortgeschritten, dass man einfach hocheffizient unterwegs ist und einen Wirkungsgrad von an die 90% erreicht, dass man wirklich die vollständige Energie nahezu nutzen kann.
Unter Laborbedingungen sind sogar 100% möglich. Der Aufwand und die Kosten dafür sind aber enorm. Noch. Denn wir wissen ja, bei der Technik tut sich so einiges.